liebe Leute, heute geht's nach Nürnberg ins Eisenbahnmuseum mit Frauchen. Der Zug hat schon ein bisschen Verspätung. Naja, wir haben eh über 30 Minuten Wartezeit in Halle. Sollte also passen. Oh, der 140er. Mächtig viel Wind am Braunschweiger Bahnhof. So, in Nürnberg angekommen. Jetzt geht's auf den Weg zum Eisenbahnmuseum. Dann gehen wir mal rein. Cooler Wagen aus England. Kleine Hotelle. Eine kleine Modellbahn mit dem Adler. Hier oben ein größeres Modell. Ein paar schöne Dampflokmodelle. Die Ausstellungsstücke stehen ja so dicht an dicht, da hat man echt Schwierigkeiten. Die ist klein, die ist fein, die E6902, die kriegen wir gut auf dem Film drauf. Schöne Rarität. Wer kennt sie nicht? Der Adler. Super. Also ein Teil aufgesägter Dampflok. Und hier den Hebel. Mit anderen Sachen. Führerstand von der Saarbrücken, die hier steht. So, Frauchen im Führerstand. Die fährt aber nicht, die hat keinen Druck auf den Kessel. Ja, aber ganz schön schmutzige, wenige Arbeit früher. Hier bei dem Führerstand einer E11, mit dem typischen Lenkrad, Steuerrad für die Fahrstufen. Ganz rechts die Zugbremse, die Lokbremse. Unten das Fußpedal, das man alle 30 Sekunden mindestens einmal lösen muss, sonst piept es. Und hier haben wir den Führerstand eines Schienenbusses. Da kennen Sie nicht die kleinen roten Flitzer auf den Schienen. Hier haben wir die 05. In Vollverkleidung. Ein paar Detailaufnahmen. Große Treibräder. Kleiner Blick in den Führerstand. Jetzt die 05er noch mal von hinten.
eine V36. Eine schöne Altbau-E-Lok, eine EP5. Sehr schön. Antrieb. Jetzt lese ich es ja auch gerade, auch bezeichnet als Baureihe E52 in Bayern. Baureihe 78. Hier haben wir nochmal den Führerstand der Baureihe 78. Vorher hat gerade schon gesagt, ich darf fahren, sie schippt die Kohlen. Finde ich gut. Mach ich mit. Der Kopf eines VTs, Schnelltriebwagen. Und hier haben wir eine Baureihe 38. Und da hinten kommt was ganz was Buntes. Hier haben wir eine schöne 103 in der Touristikzuglackierung. Ich hoffe, auf dem Film können wir soweit ganz gut raus. Ich finde die Lok heute noch mehr als formschön. Eine wunderschöne E94, zwar vom Lack etwas abgeraunzt, aber mit einem schönen Güterzug dran, wie im Original. So Freunde, das ist eine Dampfmaschine, das ist der Kessel einer Dampflok. Eine 141er in einer Versuchslackierung. Ich finde, sie sieht gar nicht mal so schlecht aus. Drangehängt ist ein einfacher zweite Klasse Wagen. Zu den roten Juwelen da hinten müssen wir auch noch hingehen. Eine schöne V160. Ich mag diesen Loktyp. Weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Klein Güterzug. Sag, hier haben wir nochmal die E94 von der anderen Seite. Da fährt die U-Bahn. Da fährt sie wieder los. Jetzt schwenke ich mal, wo die fährt. Und hier haben wir die alten Stadtballanlagen.